kaputt. Ja, fast. Ich kann es nicht. Das ist schlimm, ich kann es. Schwert ist kaputt. Ach, geile Kacke, Mann. Ja, da freut sich. Ich habe einer. Du bist einer der wenigen Leute, bei denen ich jetzt gerade die Spielfigur aus dem Spiel Beat Buddy sehen habe. Hä? Ganz oben links in deinem Bild, wenn der Stream offline ist. Ganz oben links. Dieses grün, grünblau. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich gerade. Ich muss gerade an Gangbeats denken, sorry. Ja, das Spiel ist eigentlich richtig cool, aber auch. Ich mochte das früher. Das hatte mir einer früher gemacht gehabt, den Background, also ist mein Bildschirm wieder gut. Nordic, wirklich? Oh. Nein. Was ist das? Schon als Koch, bist du eigentlich auf der Suche nach dem All Blue? Nee, ich wollte nur wissen, wie man Meth macht. Kristallmet oder was? Genau. Kristallmet. dann hättest du PTA werden sollen. PTA? Pharmazeutisch-technische Assistentin. Achso. Oh, das ist so... Oh, ja. Nee, Chemiker reicht auch. PTA kommst du leichter an als Chemiestudium, ne? Ich zeig mal kurz meinen anderen Charakter daneben. Ja, weil Dings wollte ich sowieso den zeigen, ja. Oder hattet ihr was angedeutet gehabt? Ich weiß nicht mehr. Geiler Wichstrick, scheiße. Fahre nach E, gell? Was meinst du denn damit, Illusions? Naja, Jungs, Mädels, ich verabschiede mich jetzt auch. Alles klar. Ciao. Tschüss. Man hört sich. Bis demnächst. Viel Spaß. Bis denn dann. Tschö. Das ist mein anderer Charakter. Mein Standardcharakter. Doppelzestus, das finde ich schon mal gut. Ich bin eigentlich auch Kämpfer, nur Only Cestus eigentlich, aber. Ja, beim letzten Run hat er sich dann doch dagegen entschieden, weil Velstadt einfach mal so eine scheiß Hitbox hat. Ja. Aber trotzdem 2 Stunden 30 mit den Cestus. Das ist ein bisschen laut. Ja. Ach, geil, Mann. Geil. Geil. Ich bin gerade viel zu glücklich drauf, glaube ich. 1.46.01, das ist mein echtes... Bearbeiten, Panels. Eins Doppelpunkt. D6 Doppelpunkt 01. Und Lars, was sagst du als Dark Souls Veteran dazu? Ja, kann man machen. War eigentlich recht solide. Dankeschön. Kann natürlich an Punkt noch gespart werden, aber ist ja klar, sonst wäre es ja schon fertig. Ja, es gibt natürlich kann ich verbessern, aber ich könnte es echt schaffen, den Weltrekord, denn das so perfekt laufen würde. Oh, geil. Existiert da nicht der Holy Water Glitch beim Endboss noch? Ne, deswegen ja Old Souls. Da gibt es keine Glitches. Sonst könnte ich theoretisch auch den Binacular Glitch machen, dass ich einfach Ausdauer kriege, während ich aber doppelt so schnell renne. Das ist. Ja. Der war so lustig, weil vor allen Dingen die Logik. Ich benutze ein Fernglas. Was passiert denn? Ich renne schneller. Ja. Deswegen aber ich mache ohne Glitch, dass ich mich das auch irgendwie nicht so. Oder zum Beispiel den Glitch, also mit Glitches könnte ich dann direkt auch den Weltrekord für 30 Minuten schaffen. Theoretisch. In den Wald kommen, parryen, über die Gegner rollen, da kann ich durch die ganze Map laufen.
so oberhalb. Mal gucken, vielleicht mache ich morgen bei dem Race mit. Was für ein Race? GTA San Andreas, erstes Kapitel. Oh, das wird lustig. So. Illusions fragt gerade, wie lang der Weltrekord ist. Weltrekord bei Outsource ist 1 Stunde 10. Also 1 Stunde, glaube ich, 1 Stunde 13 genau zu sagen. 1 Stunde 13, 12 oder so. Das ist der momentanige Weltrekord von KNFS Slayer. Ne, KNF Slayer heißt der. Oder KFN Slayer. Auf jeden Fall so. Irgendwie so. Ja, das streamt auch regelmäßig. Der versucht jetzt gerade seinen eigenen Weltrekord zu schaffen von 1 Stunde 10. Das muss dir noch vorkommen. Ja. Das wäre echt heftig, wenn ich das schaffen würde. So, da, nee, warte, da. Weißt du, was das Schöne jetzt ist? Jetzt kannst du Dark Souls 2 erstmal weglegen. Theoretisch. Welcher Dark Souls Runner ist denn bei AGDQ? Bubbles del Fuego mit Dark Souls 3 ist da. Oh. Nächste Woche Samstag. Tja, wirst du nicht gucken können. Ja genau, 1 Stunde 12 ist 1 Stunde 12, 17 Sekunden. Das ist der Weltrekord von ihm. Schade, 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 schade. Du war meiner Meinung, gerade jetzt kommt Dark Souls 3. Hätte ich kein Problem, ich wollte den sowieso irgendwann mal anfangen, Speedrun. Ich kenne das Spiel ja auch auswendig. Weißt du, hätte ich jetzt, sagen wir mal, warte mal, ich habe 1,46, 1. Der 10. Platz liegt momentan bei 1,34, 1,50. Oh. Ah, das, in Top 10 schaffst du es noch nicht ganz. Das sind 10 ungefähr, na. 12 Minuten sind das. Wäre ich nicht gestorben und alles? Ich glaube, jetzt hätte es. Ne? Hätte es geklappt. Bist der erste Speedrunner in meiner Followerliste. Ist lustig. Dankeschön. Aber wie kommst du denn eigentlich auf Dark Souls gucken? Das ist ja auch die Frage. Und auf Speedrun Dark Souls gucken. Sag mal so. Naja. Ach, Scheiße, Mann. Ich bin gerade so. Was ist das? Masturbation tötet alles. Wäre auf jeden Fall mal was anderes. Weil ganz ehrlich, mittlerweile kann ich dann auch jetzt Dark Souls 2 auswendig kotzen. Ich glaube, deswegen fasse ich jetzt auch zurzeit nicht mehr an. Aber sagen wir so, wenn du es auswendig kennst, dann eigentlich ganz cool. Ärger mich mit Dark Souls 3 rum. Ja, es ist nicht einfach, das Spiel auf jeden Fall. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich eine Mischung. Dark Souls, das gehört so. Ja, wenn nur noch, wenn Demon's Souls dazugekommen wäre. Also es ist wirklich eine Mischung aus Bloodborne, Dark Souls 1 und 2 im grafiktechnisch ein bisschen. Also ist noch schöner als 2. Das ist wirklich so eine Mischung aus allen drei Teilen. Aus den beiden Teilen plus Bloodborne nehmt die Schnelligkeit. Bei Demon's Souls mit der Schwierigkeit noch dazu kommen, boah, ich glaube, ich hätte mich erschossen. Das ist echt der Lied. Ich habe Demon's Souls einmal in meinem Leben durchgespielt und mir reicht das auch. Ich möchte es nicht nochmal spielen. Also vielleicht irgendwann mal, aber nicht als Speedrun und sonst wirklich ganz was. Ich weiß nur, in den ersten 5 Sekunden, wo ich das Spiel reingeworfen habe, erstmal installiert, Updates. Ich gehe 2 Schritte, ich war tot. Weil du kommst in irgendeine Welt, du kommst einfach rein, du weißt nicht wohin, und dann sind da direkt Gegner und ne, du checkst erstmal gar nichts. Tja. Ach, scheiße, Mann. War ja schon früher mit Game One so. Und hier haben wir nicht mal gesehen, was uns umgebracht hat. So, lass mal den hier laden für morgen, damit ich weniger rauche auch. Obwohl es funktioniert auch. Ich habe nicht mal 3 Zigaretten heute geraucht. Ich habe, glaube ich, 2, noch 2 heute erst, als ich nach Hause gekommen bin. Oh. Und ich mische nicht.
Ich bin dann aber auch mal weg. Gute Nacht. Alles klar, hau rein. Gute Nacht. Ich muss aber eigentlich auch schlafen gehen. Ich, um 7 Uhr habe ich einen Friseurtermin. Ja, dann sieh mal zu. Bis 7 Uhr sind auch nur noch 4,5, ne? Ich weiß, und danach muss ich arbeiten. Ich jetzt hab... dann. Hoppa! Ja, ganz ruhig, lass mich erstmal runterkommen. Mir tut mein Arm schon wieder weh. Jetzt merke ich Schmerzen von vorhin. Oh. Musste ehrlich fragen, ob ich bei einem. Was? Ob sie mir. Was? Musste ehrlich fragen. Musste ehrlich andere fragen, ob sie mir beim Gegner helfen. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Dafür ist doch Dark Souls da. Also PvE, die Community ist da auf jeden Fall sehr stark eigentlich. PvP ist so. Ich helfe ihm mal, aber ich töte ihn vielleicht auch irgendwann mal, wenn ich ihn sehe. Aber trotzdem, die helfen dir trotzdem. Egal, ob das ein PvP-Spiel ist oder PvE. Sogar ich würde Leuten helfen. Ist eigentlich scheißegal. PvE ist eigentlich das Beste. Ciao, ciao. Achso, das ging an links. Deswegen. Ja, Nordic so. Meinte, du musst schlafen. Deswegen, ciao, ciao. Ganz ruhig. Dann soll es aber wirklich jetzt ins Bett gehen, ne? Auf jeden Fall besser. Das wäre echt besser für dich, ne? Sag mal, kannst du mal aufhören, da hinten so komische Geräusche zu machen? Nee, kann ich nicht. Nicht du. Achso. Krieg mit dem alten Mann. Achso. Donald Jim gehört das eigentlich in Discord so. Fuck yeah, geschafft. Mit Ü. Ey. Dankeschön, dass du mich auf meine Schreibfehler noch für ihn machst. Ich hab keine Ahnung mehr. Geiler Scheiße, aber trotzdem muss immer noch Pipi wirklich gerade. Also geh doch mal ab. Dann beende jetzt erstmal den Stream. Nein, ich geh jetzt auf den Klo und dann geh ins Bett. Ich geh jetzt pinkeln und dann sag ich tschüss. Na. Bis gleich. Char machst du ja mit, ne? Hm? Ich hab grad mal hier in den Chat geschrieben, okay, Char und ich strapsen gleich schon ans Bett und dann ist erstmal Ruhe. Wo hast du das denn geschrieben? In Chat. Nordic gerade, er beendet den Stream in einer Pinkelpause. Nun ja, jeder hat seinen eigenen Stil. Schön. Oh, ich glaube, ich werde aber nicht die Nacht durchmachen heute. Nicht? Nein, weil das war heute. Ich bin um 9 Uhr morgens ins Bett gegangen und habe bis 13 Uhr oder so geschlafen und dann nochmal irgendwie bis 4 oder so. Hm. Ach, stimmt, das ich wollte noch was nachgucken. Ja. Ich bin ja auch um 11 ins Bett gegangen und habe dann bis 1800 gepennt. Also, ja, und so einen Schlafrhythmus will ich nicht haben. Das ist scheiße. Hallo. Hallo. Da ist er wieder. Was? Gute Nacht, danke. Was? Er beendet den Stream mit einer Begründung, ja. Er hat seinen eigenen Stil. Ist der Stream abgeschissen oder so, oder was? Nee. Ich dachte schon. Du bist einfach pissen gegangen, ohne dich zu verabschieden, wenn man so will. Ich hab gesagt, bin gleich wieder da. Dann außerdem so, dass alles vernünftige Leute, die auch der Meinung sind, dass du jetzt ins Bett gehen solltest. Genau. Das ist auch voll die nette Community. Wie gesagt, danke nochmal an alle, die zugeschaut haben. Ja, wir sind ja auch alle ein Glumander, ne? Wir sind ja Team Alpha, Kevin. Mhm. Ich hab das überhaupt nicht mitgecheckt, ne? Ich war so konzentriert auf den ganzen Mist. Hi, Kevin. Hi, Kevin. Wartet. Sandy braucht wieder 10 Jahre. Hi, Kevin. Und nochmal, weil es vorhin so schön war.
Captain Iglu Backfish. Okay, wie gesagt, ich beende jetzt den Stream. Ich danke allen fürs Zuschauen und wir sehen uns wahrscheinlich Die sind leider relativ random. Ja, also du kannst dich meistens darauf einstellen, dass es so gegen 23:30 meistens losgeht, weil der Gute hier erst um 11 oder so von der Arbeit zu Hause ist. Genau, und wenn ich nicht arbeiten muss, das werde ich aber im vorherigen Stream meistens sagen, dann werde ich meistens mittags anfangen, wenn ich wach bin. Also morgen wahrscheinlich gegen 23:30 abends. Ja, ich habe bis 11 Uhr Arbeit und danach den Tag auch. Aber ab nächster Woche kommt erstmal kein Stream, deswegen schaut mal bei dem guten Masila vorbei. Der wird wahrscheinlich in der Zeit mal ab und zu mal streamen, während ich... Wenn ich darf. Ja, genau, wenn du darfst. Wenn bin ich wahrscheinlich ein bisschen daneben und guck ein bisschen zu und schrei ihn an, wenn er irgendeinen Scheiß macht. Ob auf Twitter was kommt, das weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht zuständig. Meistens. Kommt auf Twitter was, ja. Ich werde da immer ein bisschen ankündigen. Gut, ich wünsche euch noch eine gute Nacht allen. Dankeschön fürs Zuschauen. Alles klar, haut rein. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.